Hey liebe VR-Freunde, euer Chris hier von We Are One. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es von mir das Review zu Gran Turismo 7 in VR auf der PSVR 2. Ich habe es jetzt ausgiebig gezockt. Seit dem Release der PSVR 2 habe ich das Game. Seid gespannt, wie meine Bewertung ausfallen wird und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Video. Gran Turismo 7 ist zum Release-Start auf der PSVR 2 erschienen. Ich habe es mir natürlich schon auch am Release-Tag dann auch gleich downgeloadet. Es gab da diesen Patch eben im Store zum Runterladen. Ich hatte schon ausgiebig gezockt im Playseat mit dem Logitech Wheel, mit dem G939. Ich vergesse die Nummer immer, sorry dafür. Und ich habe es dann von Anfang an auch nur mit dem Lenkrad gezockt tatsächlich und dem Playseat. Ich habe mich sehr darüber gefreut, als die News dann rauskam. Es war auch relativ spät, wo sie das announced haben. Also irgendwie ein, zwei Wochen vor dem Release, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sowas in den Dreh, dass eben Gran Turismo 7 in VR als vollwertiges Spiel erscheinen wird zum Release-Start. Und es hat mich dann noch viel mehr gefreut, weil es gab in Gran Turismo Sport damals für die PSVR 1 nur einen Singleplayer-Modus gegen einen anderen Gegner, was ich so in Erinnerung habe. Es war jetzt wirklich sehr, sehr minimal gehalten. Die Auflösung war natürlich jetzt wesentlich geringer. Hatte aber damals schon sehr viel Spaß gemacht und hat so seinen Reiz gehabt, seine Lieblingsautos in VR einfach mal zu testen. Ich habe mich sehr gefreut, dass es dann eben zum Release als vollwertiges Spiel rauskam. Lediglich der Splitscreen fehlt, aber das ist ja auch ganz klar in VR. Was will man da mit einem Splitscreen? Ansonsten die Multiplayer-Races funktionieren genauso, wie als ob ihr es Flat spielen würdet. Jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Faktoren. Also ich habe es sehr regelmäßig gespielt. Seit dem Release-Day der PSVR 2, ich habe einige Stunden investiert und bin seit der ersten Minute sehr gefesselt in diesem Game. Was die da aus der PSVR 2 rausgekitzelt haben, ist unfassbar, technisch betrachtet. Vom Spielspaß her, die ganze Umsetzung, ich sag, das ist wirklich das komplette Game mit allen Autos, mit allen Strecken, mit dem Multiplayer-Modus in VR und es sieht genial aus, was soll ich sagen. Ich hab ja schon mal ein Video gemacht, also ein Let's Play auch. Könnt ihr euch gerne angucken, blende ich mal hier ein. Und da habt ihr schon mal so meinen ersten Eindruck damals gesehen, wie sehr ich gehypt war und wie sehr ich mich gefreut habe, dass es dann wirklich auch tatsächlich so gut geworden ist. Seitdem habe ich jetzt einige Stunden, wie gesagt, damit verbracht, auch bei Online-Races, habe meine Kampagne fortgesetzt, einige Autos freigeschalten, die Fahrphysik ausprobiert. Kommen wir erstmal zum Technischen. Grafisch gesehen einfach nur ein Leckerbissen. Sieht wirklich genauso wie Flat aus. Nur hat man natürlich durch die Immersion, dass man mitten im Cockpit sitzt oder im Auto, nochmal meiner Meinung nach einen hundertprozentigen Mehrwert der ganzen Geschichte ist. Es ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht selber mal ausprobiert hat. Vor allem in einem Playseat mit einem richtig physikalischen Lenkrad, Gangschaltung am besten noch vor sich und Pedale, zieht einen wirklich komplett in dieses Auto rein, wo man drin sitzt. Also ihr müsst euch das vorstellen, ihr sitzt einfach drin, wie jetzt hier auf diesem Stuhl, habt aber auch die komplette Umgebung des Autos da. Alle Knöpfe könnt ihr sehen, die Spiegelungen sind sehr, sehr geil gemacht. Ihr könnt die Texte ablesen von den Instrumenten, vom Cockpit, der Blinker. Es ist alles einfach an dem Platz, wo es auch sein soll, wo es in Real Life ist. Ich habe lustigerweise dann auch ein paar so Autos, die ich mal gefahren habe oder die mir gehört haben, mal ausprobiert. Ein Toyota NR2 habe ich schon vor längerer Zeit mal gehabt, habe mich mal da wieder reingesessen und es ist unfassbar. Also man fühlt sich wirklich so in die Zeit zurückversetzt. Es ist alles an Ort und Stelle, wie man es kennt. Die ganzen Knöpfe sind da, man kann wirklich nah hingehen. Zu nah kann man nicht hingehen, das ist der einzige Minuspunkt, in Anführungszeichen. Man hat so 20, 30 Zentimeter, kann man sich nach vorn seitlich ducken. Danach erscheint dann so ein Low-Poly-Gitternetz einfach nur von dem Auto und dann sieht man dann auch nichts mehr. Nichtsdestotrotz, man kann schon ein paar Zentimeter rangehen und man erkennt auch alles, man kann alles schön lesen. Ja, also es ist, ihr merkt, ich schwärme und schwärme, aber es ist genial. Falls ihr das noch nicht ausprobiert habt und eine PSVR 2 habt, Leute, holt euch das Teil. Es ist einfach ein Must-Have und es macht halt eine Menge Spaß, vor allem online dann auch. Es gibt einen neuen Showroom, einen VR-Showroom sozusagen. Da könnt ihr euer Auto, glaube ich, in einem Einkaufszentrum postieren mit so Rolltreppen, dann in der Wüste draußen, über dem Café. Also es gibt da so ein paar Stellen, da könnt ihr euch dann mit dem Controller, mit dem normalen PlayStation 5 DualSense Controller, mit den VR-Controllern geht es wahrscheinlich auch, aber ich habe halt immer das Lenkrad dran gehabt. Ich habe nur mit dem Lenkrad gespielt und damit konnte man sich eben nicht ums Auto bewegen, mit dem Lenkrad speziell.
habe aber dann, wie gesagt, meinen Sense-Controller gekoppelt und damit kann man sich dann ums Auto drehen. Man kann auch hoch, runter, kann wirklich sehr, sehr nah rangehen. In diesem Modus geht das dann auch bis auf die Cockpit-Ansicht. Die ist nach wie vor genauso wie unterm Spiel. Man kann da nur 20 cm ungefähr ran und dann kommt dieses Gitternetzmodell und reißt so ein bisschen einen aus der Immersion raus. Von außen könnt ihr extrem nah rangehen und das ist faszinierend. Also ihr könnt euch ums Auto rumbewegen, hinfahren. Es geht relativ langsam, man wird da nicht motion sick oder so. Und man kann sich wirklich aus der Nähe dann auch den Lack anschauen. Der reflektiert unfassbar, also wirklich so ein Metallic-Effekt. Es sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Also man sieht dann auch, wie gesagt, die ganzen Reflektionen in den Lampen selber, auch nochmal von den Chromteilen, von den Plastikteilen. Man kann teilweise einzelne kleine Seriennummern ablesen an den Felgen, die Reifendicke, die Reifengröße. Es ist einfach genial gemacht, Freunde. Müsst ihr gesehen haben. Der Wiederspielwert ist immens groß. Also die Kampagne ist erstens einmal wirklich sehr riesig. Ich habe die auch noch nicht durch. Man kann die ganzen Lizenzen machen, die ganzen Fahrprüfungen. Und was natürlich auch den riesen Spaßfaktor hebt, ist der Multiplayer. Man kann das endlos zocken, man kann auch seine Sammlung dann immer wieder erweitern. Es ist ein unfassbar aufwendiges Game, man kann da sehr viele Stunden drin verbringen. Und wenn man ein bisschen Autofan ist, dann ist das einfach ein Traum, der für einen wahr wird, einfach mal in einen schicken Bugatti einzusteigen und damit ein paar Runden drehen. Kommen wir zur Wertung. Ihr merkt, ich schwärme und schwärme, aber es ist bei dem Game tatsächlich ähnlich wie bei einem Review damals von Red Matter 2 auf der Pico, wo ich gemacht habe. Ich kann eigentlich gar nicht anders, als wie 5 von 5 möglichen VR-Brillen zu vergeben. Es ist das perfekte Racing-Game und das perfekte VR-Racing-Game vor allem auch. Leute, wie gesagt, kauft es euch, habt Spaß damit, lasst uns online racen, addet mich gerne. Mein Gamertag verlinke ich unten nochmal in die Beschreibung, wenn es ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns gemeinsam auf der Piste online sehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, habt ein paar Informationen von mir erhalten, falls euch die Kaufentscheidung noch ein bisschen schwer gefallen ist. Ansonsten, Leute, freue ich mich auf ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Channel, um nichts zu verpassen zum Thema Pico 4 oder auch PSVR 2. Hier bei mir gibt es Reviews, Let's Plays, Tech Talk. Guckt einfach mal durch, würde mich freuen. In diesem Sinne, immer dran denken, we are one. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Chris. See ya.